Heute schon gelächelt? Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, die Valentina, und heute zeige ich euch meine Tipps, wie ihr mehr trinken könnt. Fast jedem ist, glaube ich, bewusst, dass Wasser sehr wichtig ist für den Körper, da unser Körper ja auch aus 70% aus Wasser besteht. Ich selber tue mir auch schwer, genug zu trinken, und auch wenn man viel Sport macht, so wie ich es tue, sollte ich eigentlich noch mehr trinken. Und deshalb habe ich mir mit der Zeit so ein paar Tipps und Tricks angeeignet, die ich euch jetzt zeige. Noch am Anfang kurz gesagt, ich bin ein Mensch, ich trinke fast hauptsächlich nur Wasser. Ist auch für den Körper gesehen eigentlich eines der gesündesten Sachen, die man machen kann. Und ja, wollte ich nur mal so im Vorhinein abgeklärt haben, dass ich eigentlich jetzt hauptsächlich von Wasser spreche. Und zwar, ganz wichtig ist, dass immer eine Flasche bei der Hand ist. Das heißt, dass ich immer eine Flasche in meiner Tasche habe. Ah, das reimt sich. Denn dann ist es egal, wo man gerade unterwegs ist, man kann immer zur Flasche greifen und was trinken. Dann, was ich persönlich auch mache, wenn ich mal trinke, trinke ich meistens so ein, zwei oder drei Schluck mehr, als ich jetzt eigentlich getrunken hätte. Einfach nur, weil ich meistens zu wenig trinke und so kann ich mich selbst dazu bringen, einfach ein bisschen mehr zu trinken. Und ja. Das, was ich sehr gerne zu Hause mache, ist, ich verwende einen Strohhalm zum Trinken. Weil unterbewusst trinkt man dann automatisch mehr, weil es einem mit dem Strohhalm einfach nicht so viel vorkommt, da quasi der Mund, die Mundgegend ausgelassen wird und es gleich in die Speiseröhre kommt. Und ich finde mit Strohhalm trinken sowieso viel cooler. Also es macht mir auch mehr Spaß. Was man auch machen kann, ist sich zum Beispiel Zeiten zu fixieren, wann man was trinken möchte. Wenn man zum Beispiel sehr beschäftigt ist an diesem Tag, vergisst man oft aufs Trinken und auch aufs Essen. Und dann kann man sich Zeiten fixieren oder sogar Wecker stellen, dass man wirklich auch trinkt. Da das Trinken auch sehr wichtig dafür ist, gut zu denken und einfach klar im Kopf zu bleiben. Und da kann man es zum Beispiel so machen, das mache ich manchmal bei der Arbeit, weil ich da hin und wieder drauf vergesse, ist, dass ich mir um die Punktuhrzeit, um die volle Stunde immer vornehme zu trinken. Das heißt, wenn ich auf die Uhr schaue und es ist kurz vor Punkt, weiß ich gleich, okay, passt, ich gehe jetzt was trinken. Und so schaue ich einfach, dass ich selber regelmäßig trinke. Mein persönlicher Lieblingstipp, glaube ich, ist, dass man sich von einer Sportflasche diesen Schnullerverschluss, ich nenne das jetzt einfach so, ich weiß nicht, wie man es auf professionell sagt, auf seine Flaschen drauf gibt, also sich den Schnullerverschluss aufhebt und sich den auf die Flasche gibt, denn damit trinke ich persönlich gleich viel, viel mehr, wenn ich mal trinke, weil dieses Aufschrauben und mit dem normalen Verschluss trinken für mich einfach viel mühseliger ist und ich zwischendurch einfach viel schneller zur Flasche greife und mit diesem Verschluss trinke und automatisch mehr trinke, weil es mir so einfach mehr Spaß macht. Ich bin halt ein Riesenbaby. Auch ein Trick, den ich öfter verwende, ist, wenn ich unterwegs bin und ich gerade kein Wasser zur Hand habe. Ich renne eigentlich fast immer nur noch mit der 1,5 Liter Flasche herum, einfach um sicher zu gehen, dass ich genug trinke. Ich kaufe mir dann meistens sogar zwei 1,5 Liter Flaschen, beziehungsweise eine große und eine kleine. Einfach dadurch, dass sie dann so schwer sind in meiner Tasche, trinke ich sie schneller aus. Und das ist so ein Trick, den verwende ich sehr oft, auch gerade bei der Arbeit, wenn ich weiß, okay, ich arbeite jetzt 6 Stunden und es wäre gut, wenn ich über 2 Liter trinke, kaufe ich mir gleich 2 große Flaschen, habe 3 Liter Wasser und damit ich das nicht nach Hause tragen muss, trinke ich es dann meistens in der Arbeit leer. Um ein bisschen Abwechslung hereinzubekommen, dass ich nicht immer nur Wasser trinke oder wenn man Wasser zum Beispiel nicht gerne trinkt, ich liebe Wasser, also für mich ist das kein Problem, gibt es die Möglichkeit, kalte Tees zu machen. Ich habe mitbekommen, dass eigentlich jede Art von Früchtetee, egal ob sie für kalte Tees gemacht sind oder nicht, auch bei kaltem Wasser funktionieren. Man muss sie nur etwas länger stehen lassen und ich finde, das schmeckt extrem gut. Und was man auch machen kann, ist, sich diese speziellen kalten Tees zu kaufen, die es eh schon fast überall gibt. Nur meiner Meinung nach reichen normale Früchtetees vollkommen. Was man auch machen kann, ist, dass man sich Früchte oder Kräuter in ein Wasser gibt. Das bekommt dann einen angenehmen Geschmack und ist auch mal einfach eine Abwechslung zu dem normalen Wasser. Und wenn man es in eine Glasflasche gibt, schaut es gleich viel besser aus und man hat auch gleich ein Instagram-Pick. So kann man das alles kombinieren. So, meine Lieben, das waren jetzt meine Tipps und Tricks. So, meine Lieben, das waren jetzt meine Tipps, wie ihr mehr trinken könnt. So fällt es mir sehr oft viel leichter, mehr zu trinken. Und mir geht es dadurch auch viel besser, Haut ist schöner, etc., etc. Und ja, ich hoffe, es hat euch geholfen. Beziehungsweise für euch ist etwas dabei. Und ja, trinken nicht vergessen, lächeln nicht vergessen. Und bis zum nächsten Video. Tschüss!